Ja, hallo liebe Freunde, jetzt möchte ich wieder mal ein Video rausbringen. Und zwar geht es heute mal um den Perfektionisten im Enneagramm. Und der Perfektionist, der kehrt mit zum Bauchzentrum. Und ich habe ja im letzten Video den Sketch von Gerhard Polt, also bei Muster 8, der Musik-Hit gemacht. Und also Muster 8 ist ja der Boss, der Machtmensch. Es geht ja im Bauchzentrum immer um die Wut. Und Muster 8, also der Boss, der die Wut raushaut. Und bei Muster 9, der Friedliebende, also das war in einem Video, wenn ihr es gesehen habt, Warten auf Dillinger, wo die Wut verschwindet. Und jetzt, heute machen wir den Perfektionisten, wo die Wut nach innen geht praktisch, wo so der Zorn dann entsteht. Also wo die Menschen so sich dreimal überlegen, ob sie jetzt da irgendwo was sagen, wenn er irgendwas nicht passt, und das alles so nach innen fressen. Und dann hätte ich praktisch jetzt das Bauchzentrum komplettiert mit dem heutigen Sketch von Gerhard Polt. Der heißt Im Restaurant, und das ist aus der Serie Fast wie im richtigen Leben, und auf YouTube meine BR Kabarett und Comedy, Urheber Gerhard Polt, und ich zeige nur einen Ausschnitt an Leuner und beziehe mich ja da auf die Arbeit, und von dem her ist das rechtlich erlaubt, ich sage es immer wieder. Und ich erkläre jetzt nochmal kurz, so mache ich ja immer wieder, aber ich kann es nicht in jedem Video machen. Aber ich erkläre jetzt kurz nochmal, weil viele schalten ein Ei in irgendein Video und denken sich ja, was ist denn das Enneagramm jetzt überhaupt? Und also im Enneagramm geht es praktisch um die Selbsterkennung, um die Selbstfindung. Also wer sie praktisch selbst erkennt, der erkennt auch die anderen. Und kann damit natürlich dann besser umgehen. Wenn du dich selbst erkennst und die anderen erkennst und dann auch so mit dem Wissen, der andere ist anders, aber ich kann ihn so lassen. Und das ist ganz, Konflikte oder so lösen sie natürlich da viel besser. Und es steht ja auch, bei der Akropolis auf dem Tempel steht ja oben drauf, erkenne dich selbst. Also, und um das geht es praktisch hier. Und ich zeige halt die verschiedenen Verhaltensmuster, will ich zeigen, anhand von Gerhard Polt, den ganzen Sketchen, weil der stellt es eigentlich recht gut dar. Und wie gesagt, das Wichtigste im Enneagramm ist das Dreieck. Und an den Spitzen vom Dreieck sind jeweils die Zentralen der Hauptzentren. Also zum Beispiel oben ist Enneagramm Muster 9. Der Friedliebende, das ist die Zentrale vom Bauchzentrum. An dieser Spitze, Muster 3, der Erfolgsmensch, ist die Zentrale vom Herzzentrum, und bei dieser Spitze als Muster 6, der Skeptiker, das ist die Zentrale vom Kopfzentrum. Und mit dem Sechszack dann nur drin, ergeben sie dann die restlichen Muster. Und heute komplettiere ich praktisch das Bauchzentrum mit dem Perfektionisten, mit dem Sketch von Gerhard Polt im Restaurant, oder man kann nur sagen, vom Boden essen. Gut, jetzt muss man mal schauen, was ist denn jetzt das Enneagramm Muster 1? Wie kann man das jetzt einmal ganz kurz beschreiben? Dazu habe ich da was vorbereitet. So. Also Muster 1, der Perfektionist. Einsen wollen, dass die Dinge richtig gemacht werden. Sie mögen es, wenn Regeln eingehalten werden, und halten viel von Disziplin und Ordnung.
Einsen sind gewissenhaft und haben einen Blick für Details. Fehler zu machen, Lücken zu akzeptieren und zu arbeiten nach dem 80 zu 20 Prinzip macht ihnen Stress. Sie haben sehr hohe Ansprüche, vor allem an sich selbst, und leben nach ihren Prinzipien. Einsen werden von ihrer Umgebung oft als Perfektionisten gesehen, weil ihnen Vollkommenheit so wichtig ist und sie ihre Arbeit möglichst perfekt und fehlerlos vollenden wollen. Sie nehmen ihre Umgebung als einen Ort voller Unzulänglichkeiten wahr, den es in Ordnung zu bringen gilt. Sie kritisieren und korrigieren oft und viel und haben einen genauen Arbeitsstil. Also das wäre jetzt mal so ganz grob gesagt, was Enneagramm Muster 1 so bedeutet im Alltag, sage ich jetzt mal. Und jetzt habe ich immer wieder das so aufgebaut. Der Perfektionist, was er gut kann. Sich selbst beherrschen, strukturieren, organisieren, perfekte Ergebnisse liefern, Mängel und Lücken finden, Wissen weitergeben, lehren, Werte vorleben, korrigieren, Richtung weisen, Orientierung geben, kontrollieren, kritisieren. Das ist jetzt einmal, was Muster 1, der Perfektionist, was er gut kann. So, Muster 1, Perfektionist, was er nicht mag. Das sind Fehler, Fehlverhalten, kritisiert werden, Unredlichkeit, Ungenauigkeit, Regelverstöße, Unvervollständigkeit, schlechte Manieren, Unordnung, Ineffizienz und Unbeherrschtheit. Ich weiß, wer mitschreiben will, also was er nicht mag, Muster 1. Und jetzt komme ich zu meiner Schablone. Also ich habe da immer an oberster Stelle so das Selbstbild. Und das ist hier bei Enneagramm Muster 1, ein Perfektionisten, ist es so, ich habe Recht. Also das ist immer so oberschullehrermäßig. Also wenn man dann so dran steht und so, ich habe Recht, also mit dem Zeigefinger nach oben. Und die Idealisierung ist, ich bin gut, wenn ich ordentlich bin, wenn ich fleißig bin und wenn ich ehrlich bin. Das ist mal so grob zusammengefasst. Und mir fällt das so allzu ordentlich, also wo ich die Enneagrammschule gemacht habe, da habe ich eine Kollegin gehabt und da war ja dann in der Pandemie, da hat man so eine Zoom-Veranstaltung immer gehabt und die Kollegin, die Enneagramm Muster 1 war, da habe ich so lachen müssen, weil die war in dem Bild, das Sofa war alles im rechten Winkel gestanden, die Bilder dazu waren im rechten Winkel und sie war komplett in der Mitte gehockt. Also wenn man das mit Meterstab ausgemessen hätte, komplett alles im rechten Winkel. Das fand ich so toll. Und das haben wir dann angesprochen und da lachen wir dann halt immer noch. Also so die Ordnung, also der rechte Winkel, Ordnung, Sauberkeit und Recht haben wollen halt. Und da gibt es ja immer das Vermeidungsverhalten. Das brennt ja so, Enneagramm Muster 1, ich vermeide den Ärger. Also lieber mal nicht anecken, Wut in sich hineinfressen. Meistens ist bei deine Leute der Rücken immer recht gerad. Die stehen also dran wie die Zinssoldaten und pressen immer die Lippen so an. Ich sage jetzt doch lieber nichts oder so. Und das ist ja das, wo ich immer sage, bei dem Bauchzentrum, wo es um die Wut geht. Also der Achter, dem passiert das nicht, weil der haut die Wut raus. Also der Machtmensch. Und der Perfektionist, der frisst diese Wut in sich rein. Und dann kann man sich ja vorstellen, was das mit dem Menschen ausmachen muss, wenn er
er tät so gern wollen, aber er schafft es nicht. Und weil er sich halt immer wieder sagt, nee, ich sage jetzt doch einmal nichts, nicht, dass ich Probleme kriege. Und dann wird das halt immer mehr und irgendwann haut es bei dem die Wut schon auch raus, aber das dauert viel, viel länger. Und bei der neuen, also bei der Zentrale vom Bauchzentrum, Warten auf Dillinger, der Friedliebende oder so, die sind, die haben keine Wut, die sind total wutlos, also die verschwindet halt da. Und hier eben bei dem Muster 1 Perfektionist geht die Wut eben nach innen. Und das ist damit gemeint. Und meine Falle ist die Empfindlichkeit. Ich meine, die Menschen, wenn man denen dann einmal so Kritik oder was äußert, die sind auch sehr schnell dann beleidigt. Und bei der Versuchung ist es bei Muster 1 so, meine Versuchung ist die Vollkommenheit. Also so nach dem Motto, es gibt immer was zu tun. Also ausruhen kann ich mir später oder vielleicht mal 5 Minuten und dann, also die Welt in Ordnung schaffen, so praktisch, kann man so sagen. Vollkommenheit, ja, also diese Streben danach. Und die Entwicklung hier, meine Entwicklung wäre die heitere Gelassenheit. Also wo man einfach mal 5 Grad sein lassen kann. Und ja, einfach vielleicht einmal über irgendwas hinwegsehen und naja gut, lassen wir es mal oder so, lassen wir es mal laufen. Und das ist bei Muster 1 dann sehr schwierig, weil wenn du alles perfektionistisch machen willst, dann kannst du natürlich da nicht irgendwo so, wenn irgendwas nicht im Recht ist oder so, einfach so lassen. Also, und wie gesagt, die Entwicklung wäre die Gelassenheit. Also wie bei Gerd Polt, Warten auf Dillinger, diese Gelassenheit. Die haben die natürlich nicht, aber das wäre die Entwicklung dazu. Und meine Leidenschaft, also das Lebensthema, wäre der Zorn. Das ist so dieses Verbissene halt dann. Die Leute haben meistens so immer Falten auf der Stirn, weil sie ja immer so am Überlegen sind, was könnte man da jetzt noch machen, was oder hier oder da. Und so der besorgte Blick, das Zornige, die Wut, die man nicht rauslässt. Und es wabert halt alles so im Körper rum. Und das ist schon, aber, also mir ist schon aufgefallen, so der immer so der angespannte Blick und also, wo halt die Gelassenheit einfach fehlt. So, das wäre das Lebensthema. Und mein Abwehrmechanismus ist die Verleugnung. Also ich würde auch gerne mal über die Stränge schlagen, das geht aber nicht, weil das ist ja laut Gesetz nicht erlaubt. Also so, insgeheim, denen sie es vielleicht schon ganz gern mal wollen, einen raus zum Hauer oder so. Gut, oft im Rausch oder so, mit ein paar Bier oder so, geht das vielleicht schon. Aber so im normalen Leben ist bei den Leuten halt schwierig. So. Und die Stärken. Meine Stärken sind die Struktur, Objektivität und Präzision. Meine Schwächen sind die Schärfe, Dogmatismus und Rechthaberei. Also, das sieht man dann auch dann in dem Sketch von Gerhard Polt im Restaurant. Die stellen das eigentlich auch ganz gut dar, also Gerhard Polt mit Gisela Schneeberger. Und die Grundangst ist, verurteilt zu werden. Also oft ist es ja so, das Grundbedürfnis ist hier Recht zu haben. Und oft hört man den Satz bei Enneagrammmuster 1, beim Perfektionisten, also den Satz, schau her, ich habe doch schon wieder Recht gehabt. Also so, habe ich es eigentlich nicht gleich gesagt, hätte es doch auf mich gehört. Also das hört man oft bei Enneagrammmuster 1 und also den Perfektionisten. Und also Gerhard Polt
will ja mit seinen Sketchen die deutsche Spießbürgerlichkeit zeigen und vor allem da im Restaurant. Also ich habe es mir jetzt überlegt, ob ich den Sketch zeige beim Zoll oder im Restaurant, habe mich aber für das Restaurant entschieden, weil ich finde es so toll, vom Boden essen. Also das ist ein toller Titel. Und das Motto beim Muster 1 ist dann oft, warum putzen, wenn ich schrubben kann? Also ich war mal mit der Arbeitskollegin in Südtirol und da waren wir in so einem kleinen Dörfle und da war so ein Kirchturm und da war Grünspan auf dem Gemäuer so dran. Also es war nicht weiß, sondern es war mit so einem Grünspan überzogen. Und da hat meine Arbeitskollegin gesagt, eigentlich müsste man das einmal wieder sauber schrubben. Und das hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen, weil mir wäre das gar nicht aufgefallen, dass der Grünspan dran ist oder so. Ja gut, das wäre jetzt einmal das Muster 1 so grob erklärt. Und jetzt lasse ich einfach einmal den Sketch laufen und dann sage ich euch noch berühmte Beispiele für Muster 1. Hallo. Cameriere. Vogliamo. Cameriere. Vogliamo, prego. Due questi calamari. Diavolo. Sag mal, den Fisch. Ja. Ja. Due insalate miste. Sag mal, Gemüsesalat. Ja. Was dazu? Un poco di pane. Ja. Subito. Wir warten schon geraume Zeit jetzt. Herr Opa. Können Sie hier nicht ein bisschen abwischen? Das ist ja schauderhaft schmutzig, schauen Sie mal. Wissen Sie, wir in Deutschland sind es nicht gewohnt, solchen Schmutz, da gibt es Lokale, da könnte man direkt vom Boden essen. Sogar italienische Restaurants übrigens. Bei uns ist man Fisch verlangt. Ich sagte auch nur mal könnte. Sag mal, Dixi, welchen Italiener meinst du überhaupt? Zum Beispiel Rosalie und der Türkenpassage. Also vom Boden essen möchte ich bei dem auch nicht. Ich sagte ja nur mal könnte. Außerdem gibt es ja auch deutsche Lokale. Beispielsweise? Ja, denk doch an. Wohnhof oder Kirchsteiger. Ja, stimmt, da blitzt alles. Das ist eine Sauerei. Dieser könnte. Dieses Vieh. Pfui. 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 Jetzt geht's weg. Na, das ist ja ekelhaft. Ja, das ist ja widerlich. Pfui, Teufel nochmal. Das ist ja ekelhaft. Also, das ist eine Sauerei. Pfui, Teufel nochmal. Diese Köter. Da möchte ich nicht wissen, wie es hier in der Küche aussieht. Signore. Cameriere. Buon appetito. Ich sagte gerade zu meiner Frau, vom Boden möchte ich hier auch nicht essen. In Deutschland gibt es Lokale, da könnte man direkt vom Boden essen. So sauber ist dort alles. In Germania abbiamo Restaurante possibile mangiare, was heißt denn Boden? Terra. Das ist hier in Italien nicht möglich. Hier muss man vom Tisch essen. Tavola. In Italia mangiare tavola. You speak English? English. Very dirty here, not clean. You must eat on table. French. French. Ici, à l'Italie, on ne peut pas manger de la terre. Là-bas. Non, en Allemagne, on peut manger de la terre. En Allemagne, pourquoi? Moi, j'aime mieux manger des cannelloni. Non, sempre.
manchmal, non sempre, möglich. Aber wir müssen hier essen. Hier. Weil hier nicht möglich essen. Impossible. Hier. Ich verstehe, was heißt denn Schmutz? Was heißt denn Schmutz? Hast du ein Wörterbuch? Ich habe kein Deutsch-Italienisch. Haben Sie ein Wörterbuch? Avez-vous un dictionnaire français italien? Dictionnaire. Ah oui, c'est bon. Un moment. Moment. Un moment. Moment. Schmutz, Kompost. Kompost bei Karl. Ah, un moment. Pardon? Je... Mm-hmm. Wollen Sie vom Boden essen oder vom Tisch? Sehr witzig. Sehr witzig. Bitte schön. Das ist so viel. Das ist hier vor. Grazie. Sehr lecker. Klasse. So frisch kriegst du die nur in Italien. Bei uns sind sie immer tief gefroren. Aber sie sind wirklich klasse. Bon appétit. Merci. Merci. Danke. Übrigens, in Frankreich sind sie, was Sauberkeit anbetrifft, auch nicht gerade pingelig. Freundschaft und Freundschaft um das dritte Wort mit dem. So. Das war jetzt der Sketch vom Bodenessen oder eben im Restaurant. Und ich finde das herrlich. Also, auf die Idee muss man ja schon mal kommen. Also, der Boden ist bei uns in Deutschland so sauber, da kannst du vom Boden essen. Und hier, das Erste, was die ja gemacht hat, war den Tisch abgewischt und hat gesagt, ja, wie kann das alles so schmutzig sein? Dann läuft da nur ein Hund rum. Dann, ja, wie kannst du denn da in der Küche ausschauen, wenn es da draußen schon so ausschaut? Also, Recht, Ordnung, Sauberkeit. Und wo die Wut dann nicht so raushauen, sondern so, man boppert halt ein wenig so rum. Also man so, ah ja, da kennt aber schon, oder kennt sie nicht einmal schauen, oder, also Muster 8, die da wahrscheinlich sagen, was ist denn da los, sofort Putzkolonne her, sonst kracht's oder so. So als Unterschied einmal. Und jetzt sage ich euch noch berühmte Beispiele. Von Muster 1, also berühmte Persönlichkeiten, das ist einmal Harry Belafonte, Sänger und war auch Schauspieler. Noam Chomsky, Politiker. Hillary Clinton, Politikerin. Harrison Ford, Schauspieler. Martin Luther, Pfarrer. Immanuel Kant, Philosoph. Yitzhak Rabin, Politiker, Israel. Margaret Thatcher ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für das, Politikerin Great Britain. Anne Frank, deutsche Widerstandskämpferin im Dritten Reich. Papst Johannes Paul II., also der Papst. Und Gregory Peck, Schauspieler. Also das sind jetzt mal so berühmte Beispiele für Muster 1er. Und ich werde immer wieder mal so eine berühmte Persönlichkeit irgendwo einspielen in einem kleinen Video, wenn sie irgendwo ein Interview geben oder irgendeine Szene von einem Film, wo man das dann so deutlich sieht. Und ich habe schon immer wieder mal von bekannten Leuten Videos online gestellt, wie zum Beispiel von Carsten Stahl, Klaus Kinski, Jack Nicholson, Avicii, der Sänger, wo in dem Video praktisch erkläre, was Muster 7 ist, also der vielseitige. Und zwischendurch stelle ich immer wieder mal so Videos rein und beschreibe halt das dann, was sie für Charakterfixierung haben oder wahrscheinlich haben.
Und das wäre es dann für heute wieder. Enneagramm Muster 1. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr liken, teilen, kommentieren und abonnieren, wenn es gefällt. Und beim nächsten Mal wende ich mich dann dem Herzzentrum zu und fange da mit Muster 4, also dem Melancholiker, an. Und das mache ich schon mit Gerhard Polt auch, aber bei Muster 4 ist mir jetzt was eingefallen. Da nehme ich ja mal eine andere Persönlichkeit her, aber das sieht ihr ja dann im Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wünsche euch noch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Video. Macht es gut. Euer Shoshinyo, Enneagramm on the Road. Tschüssle, habe die Ehre.